Sommer, Sonne, Draußenzeit. Doch Vorsicht! Wer sich im Grünen aufhält, kann dort schnell zum Zeckenopfer werden. Auch im Fußballsommer dieses Jahr besteht ein Zeckenrisiko, wie die Ergebnisse der Aktion Deutschland macht den Zeckencheck zeigen. Hierbei wurden bundesweit 16 beliebte Fußballorte auf Zecken untersucht. Das Ergebnis? Egal ob beim Public Viewing oder Kicken im Park, Zecken können überall vorkommen. Spitzenreiter der Untersuchung ist Dresden mit 46 und Magdeburg mit 23 gefundenen Zecken auf 200 Quadratmetern. Einheimische Zecken können Bakterien und Viren übertragen, zum Beispiel das FSME-Virus. Die FSME ist eine neurologische Erkrankung der Hirnhäute des zentralen Nervensystems und es können Sprach- und Schluckstörungen auftreten, Kopfschmerzen und Lähmungen. Gegen FSME kann man sich durch Impfen schützen. Die STIKO empfiehlt allen, die sich in FSME-Risikogebieten aufhalten und die möglicherweise Kontakt zu Zecken haben, sich impfen zu lassen. Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME, ist zunehmend ein gesamtdeutsches Problem. Mittlerweile gelten mehr als 40% der Stadt- und Landkreise in Deutschland als FSME-Risikogebiete. Da Zecken aber auch außerhalb dieser Gebiete FSME-Viren übertragen können, ist Vorsorge bundesweit wichtig. Denn egal ob beim Public Viewing oder beim Spaziergang im Stadtpark, einem Besuch auf dem Spielplatz oder beim Sonnenbaden am Seeufer, überall kann man auf Zecken treffen. Wer den Fußballsommer im Grünen unbeschwert genießen möchte, der sollte auch an Zeckenstiche denken. Zeckensprays helfen, Zeckenstiche zu vermeiden. Gegen eine FSME ist der beste Schutz die Impfung. Auf jeden Fall sollte man sich anschließend absuchen nach Zecken, die Kleidung und den Körper. So steht einem unbeschwerten Sommer im Grünen nichts mehr im Wege.